Wunderschönen guten Morgen. Ich bin noch leicht verschlafen, aber das hält mich nicht davon ab, euch eine kurze Oscar-Zusammenfassung mitzuteilen. Nämlich gab es eine riesengroße Panne. Eigentlich hätte Moonlight den Oscar für den besten Film gewinnen sollen, aber dann wurde aus Versehen erstmal La La Land auf die Bühne gerufen. Naja, nach einer Minute ungefähr wurde der Fehler bemerkt und der Moonlight Produzent und Regisseur, die waren vollkommen außer sich und naja, man kann an den Blicken von Ryan Gosling erkennen, dass der nicht ganz so begeistert war. So, aber es wurden ja noch 23 andere Oscars vergeben, also bester Film Moonlight. Beste Regie hat Damien Chazelle von La La Land gewonnen. Bester Hauptdarsteller ist Casey Affleck in Manchester by the Sea. Beste Hauptdarstellerin ist Emma Stone. Bester Nebendarsteller Mahershala Ali aus Moonlight. Unglaublicher Name. Beste Nebendarstellerin Viola Davis aus Fences. Das freut mich persönlich, denn ich bin tatsächlich eine der wenigen Personen, die Suicide Squad mag oder auch liebt. Bestes adaptiertes Drehbuch gewinnt Barry Jenkins und Tara Evan McCraney aus Moonlight, also für das Drehbuch von Moonlight. Das beste Originaldrehbuch bekommt Kenneth Lonergan für Manchester by the Sea. Beste Kamera bekommt La La Land. Das beste Szenenbild bekommt auch La La Land, die insgesamt 6 Oscars gewinnen. Das ist schon nicht schlecht. Das beste Kostümdesign bekommt fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Beste Filmmusik, wieder La La Land. Der beste Filmsong kommt aus City of Stars aus. Ja, La La Land. Das beste Make-up und die besten Frisuren, das freut mich jetzt, es bekommt nämlich Suicide Squad. Der beste Schnitt ist für Hacksaw Ridge verteilt worden, der Oscar. Den besten Ton bekommt auch wieder Hacksaw Ridge. Der beste Tonschnitt bekommt Arrival, das freut mich auch, denn ich finde Arrival ist ein richtig, richtig guter Film. Also wenn ihr noch nicht gesehen haben sollte, guckt ihn euch an. Die besten visuellen Effekte bekommt The Jungle Book. Der beste Animationsfilm ist Zoomania, der Academy nach. Der beste animierter Kurzfilm ist Piper. Und der beste Kurzfilm, der nicht animiert ist, ist Sing von Christoph Deak und Anna Woodwardy. Der beste Dokumentarfilm ist OJ, Made in America. Und der beste Dokumentarkurzfilm ist The White Helms. Und der beste fremdsprachige Film, wo ja Toni Erdmann nominiert war, der deutsche Film, den habe ich persönlich noch nicht gesehen. Ich muss mal gucken, wenn ich ihn angucken werde. Der hat aber keinen Oscar gewonnen, sondern The Salesman, Frau Schande, aus dem Iran. So, das waren dann auch schon die Oscars 2017. Und es wird vermutlich heute oder morgen, ich sag mal lieber in den nächsten Tagen, noch ein Video folgen. Bis dahin, ciao!